Hallöchen Freunde zu dem lang erwarteten Thumbnail-Tutorial. Ich habe das schon ewig habe ich das angekündigt, aber es ist irgendwie nie dazu gekommen, weil ich nie Zeit gefunden habe. Und heute habe ich ehrlich gesagt keine Videoidee, was heute kommen soll. Und deswegen mache ich erstmal das Thumbnail-Tutorial. Wir haben es 12.43 Uhr gerade, das Video sollte heute irgendwann noch online kommen. Und ich will einfach sagen, wir fangen erstmal gestumpf an. Heute werde ich euch zeigen, wie der Thumbnail sieht, das hier oder das hier macht. Und ja, ihr seht schon oben die Dateibenennung, ich bin bei dem Thumbnail sehr kreativ. Hauptsächlich mache ich aktuell solche Thumbnails wie dieses hier, wo immer so die Schrift drin steht und so. Aber darum kümmern wir uns, also das erklärt sich dann im Endeffekt eigentlich selber. Eigentlich werde ich heute sowieso nur die Grundbasics zeigen, was ihr dafür braucht, um ein anständiges Thumbnail zu machen. Also das erste, was wir dafür brauchen, ist Photoshop. Ich habe ja aktuell die neueste Version, die CC 2015.5. Die kriegt ihr, wenn ihr die Creative Cloud abonniert habt oder die eben habt oder ähnliches. Ich habe zum Beispiel die Creative Cloud abonniert, ich zahle dafür. Ist auch egal. Das erste, was wir machen, wegen Photoshop. Wir gehen erstmal auf Datei neu und wir werden uns erstmal ein kleines Format erstellen. Was wichtig ist, wir werden uns erstmal ein Format erstellen in einer Breite von 1020, in der Höhe von 1080. Das ist eben sind Full-HD-Maße und in der Auflösung von 72. Alles höher brauchen wir nicht. Wir sind hier nicht im Druck. Wen interessiert, was diese Auflösung ist? Das ist einfach nur die DPI oder Pixel pro Zoll, wie man sehen kann. DPI, PPI, wie man irgendwas dann nennen möchte. Sowas ist nur im Druck nötig. Also wer jetzt ein bisschen näher darüber wissen will, der soll einfach googeln, weil ich werde das jetzt nicht erklären. Hintergrund können wir weiß halten oder eigentlich transparent machen. Ist eigentlich völlig egal. Ich lasse ihn eigentlich meistens weiß. Und drücken wir auf OK. Wir haben jetzt erstmal unsere Vorlage hier. Ich fange immer mit der gleichen Sache zuerst an, und zwar mit dem Text. Und zwar schreibe ich hier jetzt erstmal ein Thumbnail-Tutorial hin. Nicht von, dass nichts steht. Wahrscheinlich habe ich das auch erst ein paar Mal schon geschrieben, aber naja. Nee, nicht mal. Und das ist erstmal meine Standardschrift, die ich immer für meine Thumbnails nutze. Wie ihr seht, das ist Nougat, heißt die Schriftart. Das fragen immer ständig Leute. Ich werde das in den Kommentaren nicht beantworten. Das werdet jetzt nur ihr erfahren, die in diesem Video auch bis hierhin schauen. Ja, das ist meine Schriftart aktuell, die ich immer für Thumbnails nutze, weil mir gefällt die an sich. Und jetzt mache ich noch eine Textbox, schreibe einfach Tutorial drunter. Tutorial, so. Tutorial. Und dann habe ich die beiden. So, als nächstes, wenn wir ja die Schriftart an sich erstmal mit einem schönen Ebenenstil verzieren. Was dafür wichtig ist, zeige ich euch jetzt. Ihr klickt, also ich persönlich habe hier sehr viele Stile, ein paar davon sind, also ich glaube ab diesen ersten roten sind die alle aus so einem Pack. Ich kann euch das Pack leider nicht verlinken, ich weiß nämlich nicht, woher das kommt, die habe ich schon seit Jahren, aber die wurden mir auch nur mal zugeschickt, keine Ahnung. Und die hier oben, das sind selber gemachte, die sind hier von wegen mit Auflösung von 300 dpi oder von 72 und das sind glaube ich welche mit der Auflösung von 300 dpi und sowas. Ich kann euch mal zeigen, wie das Ganze aussehen würde, wenn ich hier irgendwas anklicke. Es ist halt ein automatischer Ebenenstil. Ja, ich kann auch hier mal kurz eins von meinen anklicken. Das hier sind zum Beispiel die ich in meinem Thumbnail habe. Das ist 300 dpi genau. Da habe ich recht viele mir von gemacht. Die sind an sich alle ziemlich cool, finde ich. Wovon ich manche nicht ganz zufrieden bin, wie das Rot. Da hätte ich ein bisschen besser sein können. Aber leider kann man die nachher nicht unbedingt so verändern, dass die hier auch direkt in der gleichen Position bleiben. Das weiß ich, hier nur in Trennung und da kommen halt die anderen. Das sind halt wirklich die gleichen, nur einmal 72, einmal 300 dpi. Die Stile, die ich habe, die werde ich euch leider nicht zur Verfügung stellen. Tut mir leid, das sind meine. Ich möchte nicht, dass jeder irgendwie das gleiche benutzt und naja, und irgendwas Cloud ist und keine Ahnung. Ich hatte jetzt ja nur zwei Leute oder drei Leute weiter verschickt. Jedem einzelnen traue ich. Einer benutzt die. Die anderen beiden haben die nur und ich werde die auch nicht weitergeben, weil da steckt echt eine Menge Arbeit drin. Aber nun gut, aber fangen wir erstmal mit dem ganz normalen Stil damit an. Sagen wir, wir wollen jetzt erstmal auf den Thumbnail irgendeine Farbe haben. Dann machen wir jetzt erstmal, was wir machen, ist ein Doppelklick auf die Ebene oder Rechtsklick und auf Fülloptionen. Sollten hier nicht alle Effekte eingeblendet sein, heißt irgendwie nur Schlagschatten, irgendwas oder so drei, vier Stück, dann klickt ihr auf FX und macht alle Effekte einblenden. Dann sollten die alle da sein. Mit dem ersten, was wir immer anfangen, ist eine Verlaufsüberlagerung. Ihr werdet hier erstmal das Rote wird hier nicht sein. Wahrscheinlich wird da irgendwie das ausgewählt sein oder irgendwas eine Art. Ihr werdet hier diese Stile zur Verfügung haben. Das sind die Standardstile von Photoshop, welche ich jetzt mal auswähle. Hier, da. Ihr seht schon, was damit an sich passiert. So, ich stelle das sonst mal hier eben auf 90 Grad. So, und wenn ich hier dran klicke, ihr seht schon, was damit passiert. Je nachdem, welche Farben wir hier ausgewählt haben, dementsprechend verändert sich eben die Schrift. Ich kenne das hier, benutzen sehr, sehr viele Leute. Das hat mich sogar früher benutzt, weil es auf dem ersten Blick das angenehmste ist. Und nach dem der weichesten Übergang ist und sowas. Aber nein, das machen wir heute nicht. Wir machen ein eigenes. Und zwar im Endeffekt machen wir nicht viel anders als hier. Sagen wir, wir möchten eine gelbe Schrift haben. Ich mache beides mal ganz kurz weiß, damit wir von neu anfangen können. Was ganz wichtig ist, dass ihr hier oben auf die schwarzen beiden Vierecke klickt hier und schaut, ob die Deckkraft jeweils auf 100% ist. Das seht ihr hier. Das könnt ihr einfach hier so verschieben. Solltet ihr euch jetzt hier irgendwie aufpassen, hier noch hier oder da oder da oder da.
dann aus Versehen irgendwie so Punkte macht, könnt ihr den auch einfach hier so anfassen und nach außen ziehen, dann sind die auch wieder weg, also keine Sorge. So, danach machen wir erstmal hier unten einen Doppelklick drauf, dann kommen wir so in die Farben hinein. Wir machen beides ungefähr zur selben Farbe, da einfach hier halt jeweils irgendein Gelb nehmen, was ungefähr zueinander passt, was ungefähr gleich aussieht. Jo, so haben wir jetzt ungefähr. Es sieht ungefähr gleich aus, es wird definitiv nicht das gleiche sein, aber ist auch egal. So, was in diesem Falle wichtig ist, wir wollen etwas haben, was wenn man das Thumbnail halt, was ins Auge sticht. Wir wollen hier einen Text haben, den man richtig schön sehen kann. Heißt, wir gehen an dieser Stelle, damit es auch ganz auch schön aussieht, wir könnten natürlich hier ins Gelbe reingehen und einfach zwei extrem leuchtende gelbe Farben machen. Das ist ja natürlich, ist locker möglich, ne? Aber ich finde, es sieht gar nicht mal so, es sieht nicht schön aus. Weil hier geht es auch leicht schön ins Grünliche und so weiter und so fort. Aber gut. Wir fangen einfach, wie gesagt, mit Gelb an. Dafür gehen wir hier, ich bin hier gar nicht richtig im Gelben, wie man sieht. Ich bin ja leicht im Orangen und da sind wir gar nicht mal so falsch. Wir wollen relativ leicht orangen und goldenen bleiben. Und gehen dafür auch ungefähr, so, ich bin sogar noch ein bisschen mehr am Orangen. Wir gehen oben rechts in die Ecke, weil hier ist die kräftigste Farbe an dieser Stelle. Natürlich ist das von euch variabel, wie ihr es machen könnt. Wenn ihr genau das machen wollt, was ich mache, dann seht ihr auch noch einen Hexadezimalcode. Den könnt ihr einfach kopieren und das ist, ja, dann habt ihr jetzt auch diese gleiche Farbe hier halt mit. Gut, das Gleiche mache ich jetzt nochmal bei Gelb. Ich gehe hier wieder ins Gelb rein. Diesmal gehe ich ja mehr ins Gelb, aber ich gehe relativ hell. Also ich werde ziemlich stark bleiben. Also ich werde nicht relativ so in dem, ungefähr in dem Farbbereich bleiben, wie ihr seht. Ne? Das ist so ein leichter Übergang hier ist. Sondern ich werde relativ stark ins Gelbe gehen. Hier seht ihr schon so ein kleines Ausrufezeichen. Das bedeutet einfach von wegen hier, das ist zu stark, geh ein bisschen runter, das könnte ein bisschen leuchten oder sowas. Ein Ausrufezeichen heißt einfach von wegen, ja hier, das könnte ein bisschen zu stark sein. Das wollen wir aber, weil es soll ja wie gesagt ziemlich leuchten. Vielleicht mache ich sogar das hier sogar noch ein wenig dunkler, damit wir so einen leichten goldenen Übergang kriegen. So, jetzt haben wir schon mal eine schöne Art und Weise von Schrift, die aussehen kann. Im Endeffekt, kann man das so lassen, aber es sieht wie gesagt eigentlich nicht so schön aus. Viele Leute, die ich einmal gesehen habe, so habe ich es auch gemacht, machen da einfach stumpf eine Kontur rum. Und hier mit einer Farbe machen die nach außen, machen die irgendwie so 3 Pixel breit und machen die dann irgendwie in schwarz, ne? Ist natürlich, reicht eigentlich, man sieht schon, man kann es schon einiges besser lesen als ohne Kontur, einfach weil eine Kontur sehr viel hinzufügt. Man kann die Kontur natürlich auch nach innen setzen oder in die Mitte, je nachdem wie man möchte, weil wenn man die nach innen setzt, dann sieht man, sind die Ränder schon halt eckig, wenn man die nach außen setzt, wird das so leicht abgerundet. Wenn man es in der Mitte setzt, ist es natürlich auch relativ, eckig, ne, aber muss er dann natürlich einen Punkt finden, wo es dann nicht zu dick wird und sowas. Ich bin meistens natürlich ein Fan dafür, dass ich die Kontur in die Mitte packe oder außen hin. Aber wir wollen heute keine Konturen zufügen, sondern die machen wir weg. Wir machen einen Schlagschatten. Wie ihr sehen könnt, der ist schon irgendwie eingestellt. Wir lassen das eigentlich alles standardmäßig eingestellt. Das Einzige, was wir machen, ist den Abstand, die überfüllen und die Größe auf 0. Deckkraft machen wir einfach mal auf 100. So, wenn wir jetzt einfach mal die Größe eingeben, sehen wir schon hier, es kriegt so eine Art Schlagschatten. Das erste, was die meisten machen, ist das relativ hochdrehen oder irgendwie sowas drehen. Es ist nicht falsch, aber es sieht ehrlich gesagt nicht schön aus. Es sieht ein bisschen fehl am Platz aus. Was wir machen müssen, wir müssen einen Mittelwert finden zwischen Größe und Überfüllen. Weil wenn ich das Überfüllen hochdrehe, seht ihr schon, man kann damit auch eine Art Kontur schaffen. Die man aber auch um einiges größer stellen kann, bis er im Endeffekt eigentlich nur viereckig ist. Deswegen stellen wir, wie gesagt, das Überfüllen auf 0 und machen irgendwie einen Schlagschatten, der uns relativ groß erscheint. Das ist alles wirklich nur Gefühl. Man muss eigentlich nur experimentieren und drehen dann einfach hier das Überfüllen ein bisschen nach oben, Schlagschatten wieder runter. Und jetzt haben wir einen, meiner Meinung nach, relativ schönen Schlagschatten. Das Einzige, was ich jetzt noch machen würde, ich würde den Abstand vielleicht ein bisschen runterdrehen, damit das Ganze vielleicht ein bisschen professioneller wirkt. Man sieht, hier oben kommt es immer noch ein wenig raus. Vielleicht soll es einfach nur Schatten nach unten sein, der recht schön aussieht. Also drehe ich die Größe wieder ein bisschen runter. Das ist wirklich, liegt an euch. Ihr müsst einfach experimentieren und für euch so gesehen einen Mittelwert finden. Oder irgendeinen Wert finden, der euch gefällt. Das kann auch zu jedem Thumbnail variieren. Ihr müsst nicht immer das Gleiche machen und sowas. Aber wie gesagt, das ist euch überlassen. Hier könnt ihr noch die einstellen, wie in welche Richtung der Schatten sich wenden soll. Wenn ihr es wollt, dass der im 45-Grad-Winkel nach rechts unten geht, dann stellt einfach 135 Grad ein und das wird passen. Das hier ist eben einfach, wie gesagt, der Winkel, aus welchem das Licht zu gehen scheint. Ihr müsst euch vorstellen, wie eine Sonne, die hier außen rum geht. Und die stellt ihr ein, wo diese eben ist. Ich werde in diesem Fall aber auf dem 90-Grad-Winkel, da das Ganze für mich am meisten Sinn macht. So Leute, es wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen anders aussehen. Das liegt ganz einfach daran, da ich gerade aussehen auf Abbrechen geklickt habe. War so nicht geplant. Ich muss den eben jetzt hier gerade ungefähr wieder herstellen. Nee, es ist nicht alles genau gleich, aber es sieht ungefähr so aus. Das Einzige, was ich jetzt gerade nochmal mache, ich gehe nochmal in Vorausbelagung. Ich werde das Ganze jetzt sogar noch dunkler stellen. Ihr werdet schon sehen, warum. Ich weiß jetzt schon, dass manche Grafikdesigner von euch zuschauen werden und denken, ah, was macht ihr denn? Das ist viel zu dunkel, das sieht voll doof aus. Aber wartet ab. Ich kann euch noch ein wenig was zeigen. So, und zwar fügen wir jetzt Schatten nach innen hinzu. Was das bedeutet, ja, es ist gleich wie ein Schlagschatten.
eigentlich aber nur einen Schatten nach innen oder einen Schein nach innen kann man eigentlich auch nehmen. Das ist im Endeffekt das gleiche. Aber wir gehen jetzt mal mit dem Schatten nach innen. Und zwar stellen wir den auf die Füllmethode ineinander kopiert und stellen diesen auf weiß. Die Deckkraft bleibt 100% und das Einzige, was wir machen, ist die Größe ein wenig abändern. Wir sehen schon, ich werde mal kurz auf OK drücken und ein wenig ranzoomen, damit wir den Effekt ein bisschen besser sehen können. So, ihr seht schon, hier kommt wie gesagt so ein kleiner Schein nach innen. Dieser Schein, der wird hier oben, ist der kaum sichtbar. Das liegt eben ganz einfach daran, dass ich bei der Vollausüberlagerung hier das Gelb sehr, sehr hell gemacht habe. Hier unten, da wo ich das aber relativ dunkel gegangen bin, ist dies aber deutlich zu sehen. Und wenn ich jetzt über die Überfüllung hochgehen drehen würde, sieht man das sogar noch stärker. Und das verleiht diesem Text eine Art Glanz. Also es gibt da hier durch noch einen Glanz, mit dem man auch noch arbeiten kann, mit dem ich persönlich auch arbeite. Aber das werde ich euch in diesem Fall nicht zeigen. Weil mit dem Glanz, wie gesagt, ihr seht schon, wenn ich den Glanz wieder eingestellt habe, man kann auch standardmäßig stellen und es kann sehr komisch aussehen, wenn man nicht weiß wirklich, wie dieser Glanz funktioniert, welche Füllmethode man auswählen soll und so weiter. Da müsst ihr wirklich, der Glanz, wenn ihr keine Ahnung davon habt, bleibt davon weg erstmal und schaut euch viele Tutorials an oder so. Der Glanz ist wirklich nicht das Einfachste zu lernen. Vor allem, der verändert sich bei jeder Form eines Objektes. Bei einem T ist der ganz anders als bei einem H und all sowas. Klar, es verhält sich gleich bei geraden Strichen wie beim T hier und beim H, aber wenn ihr euch damit ein bisschen beschäftigt, werdet ihr rausfinden, was ich meine. So, ich würde einfach sagen, wir lassen das Ganze einfach mal so. So, wir haben jetzt hier eine schöne gelbe Schriftart mit einem schönen, Schlagschatten, einen kleinen Schein nach innen und so weiter und so fort. Das sieht schon mal meiner Meinung nach echt schön aus. Nicht wundern, falls das Ganze hier ein wenig sehr hell aussieht, das liegt einfach im Hintergrund, das wird sich alles noch ändern. So, was wir jetzt machen, ist das Ganze einfach mal auf das Tutorial übertragen. Ich halte jetzt mal immer eine Steuerung und Alt-Taste gedrückt, gehe auf das FX drauf, halte das fest. Was wichtig ist beim Rumziehen, dass hier an eurer Maus Effekte steht. Das lasst ihr dann hier oben los und habt das Ganze übertragen. Was wir als nächstes machen, wir gehen wieder in das Tutorial hier rein und was wir hier verändern. Und zwar verändern wir das Ganze hier einfach mal nicht auf gelb, sondern wir werden jetzt mal ins Graue gehen. Dafür gehen wir nehmen wir hier ein relativ dunkles Grau. Wir bewegen uns jetzt nur an der linken Seite. Wir nehmen ein relativ dunkles Grau und gehen hier hinein und nehmen dort eigentlich ein Weiß. Wir nehmen ein ganz normal schlichtes Weiß. Das Grau können wir natürlich relativ dunkel machen. Ich würde immer sagen, wir machen das mal einfach nur, um den Effekt stark genug zu zeigen. Das ist jetzt natürlich, macht das nicht so dunkel, wie ich es hier mache. Ich würde sagen, auf so einer Ebene hier würde es reichen. Ich mache es einfach mal, obwohl, das sieht eigentlich ganz gut aus. So, dann machen wir es relativ dunkel. Ich habe hier einen, für euch, wie es wichtig ist, ich habe hier einen Hexadezimalkopf von 36, 36, 36. So. Und jetzt haben wir hier eine Art Silber. Und warum man das so dunkel macht, und ist einfach dieser Übergang vom Dunklen, vom Grau ins Weiße. Wenn ich jetzt mal kurz zeige, ich habe eben gerade diesen Schatten nach innen gemacht. Wenn ich den jetzt wegmache, es ist ein Riesenunterschied. Dieser Schatten nach innen lässt dieses Ganze nicht mehr nach Plastik aussehen, sondern wirklich metallisch, sage ich mal, glänzend. Und wie ihr seht, ich finde, dieser Effekt kommt sogar beim Silbernen noch viel besser zustande als bei dem oben beim Gelben. Da habe ich eventuell nicht so die schönsten Farben gewählt, aber da muss man, wie gesagt, man muss echt lange rumexperimentieren, bis man wirklich seiner Meinung nach die schönsten Farben ausgewählt hat. Das kann echt, echt lange dauern. Das kommt meinen, die ich selber benutze, schon ziemlich, ziemlich ähnlich, muss ich ehrlich gerade sagen. Das sieht wirklich fast 1:1 gleich aus. Aber nur das Ziel, das ist auf jeden Fall dunkler und das sieht, das ist eine andere Farbe, aber naja. So, was wir jetzt nur machen wollen, sagen wir jetzt, okay, wir wollen immer diese Art und Weise benutzen, damit wir eine Art Einheit haben. Das mache ich auch auf meinem Kanal. Und zwar klicken wir nochmal da drauf, gehen hier auf Stile und klicken einfach mal hier auf neuer Stil. Ich mache das einfach mal hier, da könnt ihr Stil benennen. Und dann seht ihr schon, der ist hier unten eingefügt worden. Ich lösche mal wieder raus, weil ich nicht brauche. So, wenn ihr diese Stile wie ich hier aber nicht habt, ich habe mir so einen Personal Manager angelegt, was ihr wahrscheinlich habt, das hier Grundelemente oder so. Ihr geht einfach auf Fenster und geht hier durch und findet hier irgendwo Stile und dann wird euch dieses Fenster eingeblendet, ob es hier ist oder irgendwo. Ihr könnt das, sagen wir, wenn das Ganze sich hier befinden sollte, so, dann könnt ihr das Ganze einfach anfassen und hier zum Beispiel hinziehen. Dann habt ihr die hier auch eingeblendet. So, jetzt haben wir den längsten Teil dieses gesamten Tutorials mittlerweile abgeschlossen. Das ist wirklich die Schrift, die am längsten dauert. So, was wir nun machen, ist beide Ebenen markieren mit Steuerung. Mit Steuerung und T können wir die hier vergrößern oder verkleinern. Was wichtig aber ist, hier nicht einfach so rumziehen. Ihr seht schon, dass es sich ganz verzerrt. Haltet dabei Shift gedrückt, dann bleibt das Ganze auch proportional. Nicht wundern, wenn sich hier irgendwie die Art und Weise, wie das die Schrift aussieht. Wenn ich das mal so klein mache, hier, da wird sich wieder anpassen, aber das ist natürlich, pro Größe variiert das natürlich. Wenn ich das wieder groß mache, hier hat das sich wieder angepasst, als wenn es so klein gewesen wäre. So, ich würde einfach sagen, wir machen das relativ groß und ich packe das einfach mal hier unten so leicht schräg in die Ecke, damit wir sehen, hier, wir haben eine Schrift, die unten in der Ecke soll Thumbnail-Tutorial heißen. Eigentlich bräuchten wir hier gar kein Minecraft-Skin oder irgendwas in der Art und Weise. Wir können natürlich jetzt die Schrift auch noch umändern, hier in krasse Runden, weil wir irgendwie Survival-Games spielen oder irgendwas, keine Ahnung, könnt ihr
ihr entscheiden, was für ein Text da stehen soll. Das ist ja nicht an Thumbnail-Tutorial gebunden oder so. So, ich packe jetzt mir krass Runde in die Ecke. Was jetzt eigentlich noch fehlt, ist ein Minecraft-Skin. Ich zeige euch jetzt heute nicht, wie ihr so einen Minecraft-Skin erstellen könnt. Ich habe hier schon ein paar Skin-Render erstellt. Das sind recht viele. Also die meisten davon solltet ihr kennen. Das sind relativ alte. Hier auch. Eigentlich sind das alles bis hierhin ungefähr. Sind das eigentlich alles alte. Also von 1... Das ist ein ganz alter. Bis hierhin, also man verbessert sich da aus dem benutzen wir gar nicht mehr. Es sind hier recht viele Skin-Render drin, die ich irgendwo mal benutzt habe. Den hier benutze ich relativ oft, den ich mir gerendert habe. Den benutze ich auch sehr gerne. Gerade die beiden sind von mir relativ, mag ich sehr, sehr gerne. Die sind eben bei so Sachen von wegen, wenn ich da so, also wenn man so gesehen negativ gestimmt ist oder eher so, ne? Und dann habe ich diesen Render drin, das war letztens auf dem Thumbnail von dem Skin-Pack. Das sind wirklich auch Skins hier, kleine Spoiler, die Skins kommen auch wirklich alle in das Skin-Pack. Und hier immer ganz neuer Render, wo ich halt so coole Flügel habt, der auch verdammt hochauflösend ist und all sowas. So, jetzt bin ich gerade im Zimmer für die. Man sieht schon hier, dass meine private Datei mit meinem Lightroom und sowas, wo ich gerade einen Skin irgendwie positioniert habe, den ich rausrendern kann und der sieht dann auch so aus. Ja, wie gesagt, wenn ihr auch mal darauf Bock habt, dass ich euch zeige, wie halt solche Skin-Render stellt, wie beispielsweise die hier, die wirklich cool aussehen können, dann schreibt das mal unbedingt in die Kommentare und ich würde sagen, man kann dann gucken, was man daraus macht. Okay, aber genug davon. Ich würde einfach mal sagen, wir packen jetzt erstmal einen Render hier rein. Und zwar würde ich mal sagen, wir nehmen einfach mal das hier. So, was wir erst, was wir machen, wir nehmen, ich habe hier einen Skin-Render von mir. Ich ziehe das mir passend rein. Ich ziehe das mir relativ groß, weil es halt wirklich... Ich sehe viele Leute, Designer, die dann irgendwie den Skin halt so hier reinpacken. Das ist an sich auch noch okay. Aber ich sehe schon viele, die den irgendwie so klein hier reinpacken. Sie wird nicht schön aussehen. Das verspreche ich euch. Deswegen zieht er wirklich relativ groß. Ich habe den wirklich tatsächlich meistens sehr, sehr groß. Irgendwie das halbe Bild besteht irgendwie aus einem Skin-Render. Packt das Ganze hier unter die Schrift und dann kann man damit auch schon weiterarbeiten. Rein theoretisch reicht es schon von wegen, dass ihr den Skin-Render hier so drin habt. Was ich da persönlich meistens noch mache, ich mache hier, gehe auf diesen Punkt, machen eine Gradationskurve, das ist eine Farbkorrektur und das müsst ihr selber rausfinden. Das ist wieder wie so mit dem Glanz. Ihr müsst selber rausfinden, wie so eine Gradationskurve anständig funktioniert. Ich persönlich weiß nicht, dass man meinen Skin leicht anwenden kann. Es darf, gerade bei Skin-Rendern darf es nicht zu stark sein, dass man irgendwie sieht, okay, hier, das ist so dunkel oder irgendwas. Wie gesagt, experimentiert darum, ihr werdet schon irgendwann einen Mittelpunkt finden, der euch passen wird. Ich mache eine leichte Farbkorrektur immer drüber, damit das Ganze einfach ein wenig kräftiger aussieht und ja, es gefällt mir einfach mehr. So, im Endeffekt sind wir nahezu fertig. Weißt du, was ich noch hinzufüge? Ich werde mit Alt und Zwischenebene klicken, beziehe ich diese Ebene halt nur noch auf den Skin. Ihr seht gleich, was ich damit meine. Ich habe hier ein Screenshot-Pack. Ich weiß gar nicht, von wem das ist. Ich habe es nur unter Screenshot-Pack abgespeichert. Aber ich ziehe jetzt erstmal diesen Screenshot hier rein. Den habe ich auch schon öfters gerne verwendet. Ziehe den über die komplette Ebene und packe ihn hier nach unten. So, jetzt haben wir den Hintergrund schon mal drin. Und ihr seht jetzt schon, dass die Schrift sich komplett anders verhält oder komplett anders aussieht als vorher, als auf weißem Hintergrund. Das ist eben der Zusammenspiel von Farbe und so weiter und so fort. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ich werde eine relativ starke Farbkorrektur auf den Hintergrund packen. Ich zeige euch jetzt mal kurz den Unterschied von dieser Maske hier, die ich mache. Das hier nennt sich Ebenenmaske. Oder Schnitt. Nee, Schnittmaske nennt sich ja. Schnittmaske. So, weil wenn ich hier das einfach losmache, seht ihr schon, dass der Hintergrund sich leicht verändert. Wie gesagt, ich wende diese Farbkorrektur hiermit nur auf den Skin hier an. So, als nächstes mache ich nochmal eine Farbkorrektur, wieder eine Gradationskurve. Und wie gesagt, jetzt an alle Designer, die sich gleich aufregen werden. Es ist eine extreme Farbkorrektur, die ist viel zu stark und sieht einfach, wenn man das theoretisch nur damit arbeiten würde, also wenn man keinen Thumbnail draus machen will, absolut schrecklich aus. Ich drehe hier das ganze Thumbnail hier relativ dunkel und werde jetzt hier drüben übertrieben ins Helle gehen. Wenn ich das Ganze jetzt mal hier alles ausblende, es ist viel zu hell. Man sieht hier, es ist komplett überbelichtet, wenn man hier sich das ohne anschaut. Es ist komplett überbelichtet hier. Das leuchtet alles viel zu stark. Was in diesem Fall aber wichtig ist. Wir wollen ja, deswegen haben wir auch das Gelb genommen. Wir wollen ja ein Thumbnail, was ins Auge sticht. Und wenn wir hier so ein leuchtendes Blau haben, ist es absolut perfekt. Das ist jetzt nochmal so noch ein bisschen krasser, damit das Ganze noch mehr leuchtet. Es ist wirklich übertrieben, aber es geht wirklich auch nur an Stellen, wo ihr zum Beispiel so ein Blau seht, wo halt nicht irgendwie viele Details sind, wie unten mit dem Pumpkin und sowas. Aber ja. Ihr könnt das theoretisch so lassen, würde ich euch aber nicht empfehlen, weil man dann eben sieht, dass das Ganze halt komplett überbelichtet ist. Was ich noch mache, ich gehe hier oben auf Filter, Weichzeichnungsfilter und füge einen Gaussian Weichzeichner hinzu. Dann seht ihr schon, das Ganze wird unscharf. Hier, da können wir noch die Schärfe einstellen, wie unscharf das werden soll. Natürlich müsst ihr natürlich in einer Art Radius bleiben, der gut aussieht, nicht wie hier, ne? Ich bleibe meistens bei einem Radius von 5 Pixel, dann seht ihr schon hier. Ihr habt hier ein relativ stark leuchtendes Blau. Man sieht nicht ganz extrem, dass alles überbelichtet ist. Also hier zum Beispiel natürlich schon. Aber das ist auch einfach nicht wichtig. Es geht hier nicht um ein wunderschönes Design, sondern es geht darum, dass ihr ein schönes Thumbnail habt, was ins Auge sticht, was man sich, wenn man in die Abo-Box guckt, es fällt auf. Darum geht es bei diesem Thumbnail. Und deswegen leuchtet das Ganze auch so. Wenn ich das Ganze so machen würde,
es ist ein komplett anderes Feeling, wenn ihr dieses Bild seht im Vergleich zu diesem. Das ist auf jeden Fall, das kann man nicht abstreiten. Und rein theoretisch haben wir hier schon ein Thumbnail. Das kann man theoretisch schon so lassen. Wie gesagt, ich würde natürlich noch ein bisschen mehr dran arbeiten und ein paar andere Sachen vornehmen. Ihr könnt natürlich noch Sachen einfügen, wie hier, bei dem so nehme ich auf, habe ich hier in diesem Recording. Es ist sogar hier, wie man sieht, der gleiche Screenshot hier. Nur ohne, also hier ist die Farbkorrektur nicht so extrem stark, weil habe ich da irgendwie nicht für nötig gefunden. Oder ihr könnt hier so eine Art, einen kleinen Screenshot einfügen von dem Reusable-Pack, was euch gemacht wurde, für könnt ihr einbauen. Hier seht ihr auch, das Blaue ist extrem stark im Hintergrund und hier ist alles sehr, sehr weiß. Hier habe ich auch das Übertriebene angewendet. Oder ihr könnt natürlich auch extrem kreativ sein und irgendwie hier euch einbinden und farblich anpassen mit dem Skin hier, mit dem Kanal wurde gehackt, Bilder einbinden. Hier habe ich sogar noch den alten, den eben ist, die verwendet, den ich früher benutzt habe. All solche Sachen könnt ihr machen oder hier unsichtbaren Skywars mehrere Screenshots einblenden und all sowas. Wie gesagt, seid kreativ, es ist absolut alles an euch. Ihr müsst einfach nur mit Photoshop lernen, umzugehen. An dieser Stelle bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal für alle, die bis hierhin geschaut haben. Ich weiß nicht, wie lange das geht hier. Ich bin in der Rohaufnahme bei 36 Minuten. Und naja, ich weiß nicht, wie weit ich das runtergekattet habe. Auf jeden Fall ein Riesendank an jeden Einzelnen, der bis hierhin geschaut hat, weil bei euch sehe ich, ihr habt wirklich Interesse daran, sowas hier machen zu können. Und ja, wie gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ich so nochmal so ein Tutorial machen soll für die Skin-Render. Und irgendwann mache ich vielleicht nochmal ein Tutorial von wegen, wie schneide ich meine Videos. Aber da bin ich mir nur nicht ganz sicher, weil jeder hat sein eigenes Schnittstil und den muss man nicht unbedingt zeigen. Und aber ich denke mal, so ein Tutorial von wegen, wie man die Skin-Render machen kann, ist lässt sich auf jeden Fall einrichten. An dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Dankeschön, dass du bis hierhin geschaut hast. Über Feedback in den Kommentaren würde ich mich riesig freuen. Und ja, wenn es dir gefallen hat, lass doch eine positive Bewertung da. Wenn Leute von Freude von YouTube machen, dann schick dir noch das Video hier. Teile es einfach mit deinen Freunden, damit die auch wissen, wie man ein relativ anständiges Thumbnail machen kann. Gut, dann würde ich einfach sagen, haut rein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.